Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grimdawn, dem Greatest Update und mit dem Sturmtoten Schamane und Arkanist. Wie heißt er jetzt? Druide, okay. Der Druide. Ja, jetzt wieder auf Veteran und ganz vielen Items. Noch in der Tasche, aber. So, also mit Veteran machen wir jetzt hier oben nach diesem Fluss weiter. Der ausgetrocknet ist, glaube ich. Ja, eigentlich schon. Aber auf der Map ist er blau. Gut, wir müssen einen Schmied suchen und uns entscheiden, weil wir Magier sind, nehmen wir ihn, der im Osten ist, und nicht den, den wir jetzt getroffen haben im letzten Part. Und wenn ihr Nahkämpfer seid oder nicht, ja, Elementarschaden macht, dann nehmt ihr den kleinen Jungen. Ah, genau, hier oben gibt es noch einen Devation-Schrein, den nehmen wir aber nachher. Jetzt gehen wir zuerst zum Schmied und ja, tun den Petran helfen. So. Läuft eigentlich sehr gut. Wir haben den schon gut gestärkt. Scheinbar ist Windteufel-Schamane eine der besten Crucible-Builds, weil er einfach permanent Schaden eigentlich macht. Und das ist natürlich schon hilfreich bei einer Arena. Ja, aber leider haben wir gerade hier einen starken Gegner. Also nicht stark, aber zäh. Weil die KI ist natürlich nicht gerade so gut. Ist immer in diesen Spielen ist die KI immer grottenschlecht. Oh, Feuerschaden. Okay. Vergeltung. Oh. Also. Ich weiß, ich sollte jetzt noch nicht so viel wechseln mit den Builds, aber ich probiere mal einen Vergeltungsschaden Charakter aus. Und einfach mal ein paar Gedanken machen und nicht spielen. Aber einfach mal Gedanken machen. Einfach mal zum Gegner gehen und die Gegner töten sich selber. Das wird wahrscheinlich in diesem Spiel auch gut gehen. Und doch schon so schöne. Was waren's? Ja, Schulter, Panzer. Haben oder finden. Das ist eigentlich mit denen hier alle zum, ja, alle zum in die Kiste tun. So, wir sind angekommen. Dann mal schön. Move along now, stranger. Ja. Was weißt du denn darüber? Ja, gewaltsam natürlich auch nicht. Dann haben wir, glaube ich, gar. Doch, dann ist er tot und wir helfen dem anderen. Aber wir wollen ja Angrim helfen. Ja. Anschließen und dann, ja, zurückerobern. Ja, wir halten sie. Sehr gut. Es ist manchmal ein bisschen unübersichtlich, was ihr dann wählt. Einfach genug anschauen, nicht zu schnell machen. Ist mir auch manchmal passiert am Anfang. Ich habe einfach mal die falsche Auswahl genommen und habe es dann bereut. Also direkt sofort nachher schon bereut, weil, ja, wenn man es nicht richtig liest, dann hat man meistens die falsche Auswahl. Also Entscheidungen gehören eigentlich nicht in solches Spiel, wo Action ist. Haben sie jetzt nicht unbedingt so gut genommen, aber dass es Entscheidungen gibt, ist natürlich schon gut. Aber das sollte eher in einem langsamen Rollenspiel sein und nicht gerade in einem Action-Rollenspiel. Okay, gerade kurz geleckt. Eigentlich sollte die Grafik ja
Ja, meistens, ja. Meistens hoch sein. Umgebungserdeckung ist ja meistens negativ für die Grafik und einfach auch interessant für die Film, also ja, Kamera-Liebhaber. Aber für Realismus-Liebhaber ist es leider nicht so gut. Ich bin ein Realismus-Liebhaber, deshalb mache ich so Blur. Nachbearbeitung zu einem aus. Ich will das Spiel so sehen, wie ich auch in den Augen sehe und nicht in den Filmen oder so. Das stört mich manchmal auch bei den Filmen, dieses Lenscoping, dass man nur das ganz vorne scharf sieht und das hinten dann unscharf sieht. Das ist nichts für mich. Also nicht wundern, dass ich die Grafik nicht auf Maximum habe. Alles andere ist eigentlich auf Maximum. Und sollte eigentlich immer auf Maximum sein. Weil es trotzdem ein bisschen unscharf. Kann man leider nicht entfernen. Das ist so ein gemütliches Bild. Man muss kaum etwas machen. Aber für den Anfang halt einfach gut und wichtig. Eventuell werde ich auch bald mal einen Livestream noch machen. Und vielleicht nebenbei auch aufnehmen. Weil die Livestreams werden nie ganz aufgenommen. Ich finde es so schade, dass der Anfang dann einfach immer weggeschnitten wird. Auch wenn man nicht lange macht, nicht 2 Stunden oder länger macht. So ungefähr 30 Minuten gelivestreamt mal, kurz zum Testen. Und die Anfangs 15 Minuten waren weg, einfach nur die Hälfte des Videos. Immer schauen, die Sternegegner haben manchmal extrem viel Schaden. Bis, ja, guten Waffen, guten Angriffen. Kann sofort eigentlich zum Tod führen bei Nahkämpferfarmen. Ja, wir werden dann sicher den anderen Bild natürlich auch weiterspielen. Ah, ich komme nicht hier durch. Wir müssen einen kleinen Umweg machen. Sonst halt nochmal das den Waypoint benutzen. Ja, genau, hier ist der Koch dann. Wir müssen ihn retten. Oh, der Blitz macht, also diese Blitzteile machen recht viel Schaden. Dots. Ja gut, wir spielen auch auf Veteran, also wir müssen uns nicht wundern, wenn wir hart kassieren. Das könnte wirklich ein Bild sein, den ich schaffe ohne Tode. Weil defensiv ist auch auf einiges Sachen. Also dieses Motorgames Pakt-Zeugs. Oh nein, das ist ein anderer. Das ist jetzt eigentlich genau. Der ist auch stark, ey. Also sehr lange, bis er tot ist. Sehr zäh. Einfach zu übermächtig. Der Blitz macht aber dafür keinen Schaden. Oh, lass mich nicht einschlafen, bitte. Ich glaube, der hat sowieso Blitz, der hat die Waffe, die wir brauchen. Die Zweithand. Das Schild sozusagen. Teufelsbinden ist der Rituale. Sehr gut. Ja, aber wir können es noch nicht verwenden. Extra wie hier hin. So, und hier ist Elementarschaden. Sehr gut. Ja, Zaubergeschwindigkeit brauchen wir nicht so viel. Abklingzeitsreduzierung. Sehr gut. Ja, und hier haben wir drecksböses Auge. Aber ja, lagern wir das auch. Eventuell machen wir mal Drecks. Aber ja, das ist natürlich dann eher so ein Skill, der ein bisschen auch Glück, Treffsicherheit und so braucht. Habe ich nicht so gerne. So langsame Angriffe, die auf Entfernung sind. Also jetzt mal kurz weiterhin auf Sturmtotem. Der ist im nächsten Ding hier. Debation haben wir einen, okay.
Und hier nochmals auf Geist. Sekt. Well, I'll be a living person. Nee, alles Untote hier. Ja, wir können Koch gebrauchen. Sehr schön. Wunderbar. Ach, das Spiel ist so motivierend. Das ist unglaublich. Jetzt bald Sturmtoten zu haben. Oh, ich freue mich. Leider hat es halt eine hohe Abklingzeitreduzierung. Aber es kommt so eine Überarbeitung, Overhaul-Mod raus. Oder ist schon draußen, der die Abklingzeiten, glaube ich, sogar auf. Ja. Also wegmacht. Ja. Und das hilft natürlich schon sehr. Aber ich habe jetzt noch das Gefühl, es ist zu over. Ja. Zu OP gemacht. Und ich mag manche Sachen, Entscheidungen nicht so, dass immer wieder die Gegner neu auftauchen können. Und so, das ist nicht so meins. Aber eventuell ist es natürlich auch random dann. Also man könnte dann schon echt Probleme bekommen, wenn der Gegner plötzlich wieder da ist, noch stärker wird. Aber man bekommt dann Pets. Aber ja, wir spielen zuerst jetzt mal das Spiel durch mit diesem Charakter hier. Und schauen dann, was gut ist und was schlecht. Ja, eventuell muss ich auch das automatische Updating rausmachen, damit die Mods überhaupt noch laufen oder irgendwie zurückpatchen. Ja, werden wir dann sehen. Aber Mods spiele ich gerne. Egal, ob sie unbalanciert sind oder ja, schlecht. Ich spiele einfach immer gerne Mods. Ah ja, Snake könnte ich auch wieder bringen. Klar. Aber es kommt halt auf YouTube einfach gar nicht gut an, weil viele halt sich nicht interessieren für Diablo. Muss ich wieder auf Twitch live streamen, damit es gut ankommt. Ja, eventuell mache ich halt Livestreams wieder auf Twitch. Weil dort, ja, habe ich eine größere Chance einfach und ja, weniger Stress mit Einstellen, Umstellen und so. Das ist auf YouTube nicht gut. Okay, Duration. Das ist so eine Sache, die vergesse ich eigentlich öfters, einfach Duration nachzuschauen. Weil ich natürlich eher auf das normale Skill-System achte. Ja, jetzt sind wir unten. Ah, beim Friedhof, genau. Jetzt müssen wir hier links wieder rum, sonst müssen wir wieder durch die Höhle durch. Muss kurz schauen. Ja, ist schon ein bisschen zu leise. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, ist natürlich wieder zu laut. Das ist so sensibel. Ist das meistens nicht so richtig einstellen kann, wie ich es gerne hätte. Also einfach sagen, wenn es nicht gut ist. Ich bin sowieso auf so Kommentare angewiesen, oder? Dass ihr mir sagt, was nicht so gut ist. Und ich da auch dann sehe, ja. Weil die Sprachqualität ist einfach noch nicht so gut. Im blöden Headset. Aber das neue Headset wird wahrscheinlich viel bessere Sprachqualität haben. Und ja, die Zuschauer sind manchmal echt ein bisschen gelangweilt von Ladezeiten oder vom ins Spiel rein switchen. Es geht halt immer so ein bisschen länger wieder drin sein im Spiel.
Weil es ist ja nicht der verletzte Modus. Ich verstehe nicht, was die Entwickler da manchmal für Probleme haben, die Engine richtig in den Fenstermodus reinzubringen, indem wir so einen fensterlosen Modus machen, der eigentlich völliges Vollbild ist, bin ich doof. Auch, dass man, wenn man Alt-Tab drückt, immer im Hintergrund das Game hat. Wieso haben das die Entwickler hier Create Entertainment gemacht? Aus Faulheit wahrscheinlich. So, hier sind ja auch doch die Gegner, die wir besiegen müssen. Balros und Hagra, okay. Hier oben irgendwo. Deshalb bin ich jetzt auch wieder hier links durch und nicht rechts herum. Das ist ja nur die Höhle mit dem großen Monster drin. Ah, hier sind sie. Hallo, guten Tag. Willkommen. Ja, ihr müsst auf die gehen. Klein Windchen. Wippelstimmchen. Ja, das ist nicht so gut. Oh, was ist das für ein Angriff? Aua. Ja, ich denke, ich gehe nach dem Sturmtod und gleich mal kurz auf Defensive. Slayfluch. Oh, das ist das Schwert, das droppt echt oft. Leider. Kann die eigentlich jetzt noch nicht automatisch einsammeln? Mal doppelt seltene anzeigen. Und kann mal Blitz. So, wieder laut. Ich mach noch mal kurz ein bisschen leise. Vielleicht noch Resistenzen. Auch dass man automatisch die kleinen Sachen einsammelt. Macht die große Karte. Ah, die Uhr. Ist das hier oben? Ja, scheinbar schon. Okay. Ich brauche sie eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich schon für die Aufnahmen, aber es stört halt schon ein bisschen. Das ist so grün. Hier ist irgendwo noch ein Büchchen. Das Wissenswertes. Und glaube Historia. Der Bild ist so entspannt. Ich habe ja meistens recht schnell Adrenalin und so und fühle mich dann nicht mehr so locker. Und ja, dieses Bild, der macht das überhaupt nicht, diese Anspannung. Ich liebe es einfach so richtig locker. Aber ja, der Bild, der wird natürlich dann schon echt hardcore, oder, ja. Ich glaube, so um Level 30 bis 50 ist er noch ein bisschen schwach. Weil er recht hohe Mana-Kosten, glaube ich, hat. Und eben wegen den Dingen, wegen dem Toten platzieren, die recht lange brauchen, bis sie platziert werden. Und da eben die Abklingzeiten dazwischen. Wird halt nicht gerade so ein, ja, sofort Kill-Charakter, sondern eher ein, ja, gemütlicher Charakter, aber eben. Lieber man kommt vorwärts, als man bleibt stecken und muss die ganze Zeit farmen. Ist doch praktisch, oder? Also für ein Let's Play, gell, das gibt es eigentlich keinen besseren Charakter. Außer ihr wollt natürlich Action sehen und so, aber das mache ich ja. Mit dem anderen Charakter. Ich werde ihn weitermachen, wenn ich mir sicher bin, dass ich auch weiterkomme. Es gab eher Probleme noch als wenig. Das Spiel ist schon hardcore. So, noch kurz schauen. 19 Minuten.
Ja, ich bekomme immer wieder Anrufe und so, wenn ich aufnehme. Ich muss irgendwie schauen, dass ich das anders mache. Ja, ich müsste abends eigentlich aufnehmen, regnen und so. Kommt meistens am Morgen dann regnen. Mittag Minecraft und am Abend Grimdawn. Mal schauen. Zeitlich habe ich einfach Probleme, da ich eben noch viele andere Beschäftigungen habe, nicht nur Let's Play. Aber das verstehen halt manche Zuschauer nicht, wenn weniger kommt oder zu viel kommt, dann sind sie immer so ein bisschen mürrisch. Habe jetzt auch wieder ein paar Dislikes bekommen von ein paar neidischen oder problematischen Leuten. Ja, der Neid der Menschen ist schon nicht gerade so toll. Aber das war jetzt mal gemütlich, oder? Sowas von gemütlich, der Bild. Ich musste gar nichts machen, ich bin schon so OP. Ja, aber eben für den Anfang ist es natürlich schon praktisch. Man braucht im Endgame schwierige Builds. Am Anfang, bis man durch normal ist, sollte man einen leichten Build wählen. Ja, genau wie so, wie ich es mag. Grausam! Ich bin ja auch ein, ja, ein Zocker, der gerne erwachsene Spiele spielt. Muss jetzt nicht Horror sein, aber ja, Kindersachen, ja, ich bin halt einfach so raus, schon relativ früh rausgekommen. Kann ich auch spielen, klar. Kein Problem. Nur es ist mir ein bisschen manchmal peinlich, so Kindersachen zu machen. Ich nehme noch etwas Suppe. Also, das Crafting. Schauen wir noch kurz an. Und noch die Kiste. Wir brauchen Blitzschaden bei den Relikten. Relikten und Runen. Genau, der da. Sturmböe, da brauchen wir dichtes Fell. Bekommen, glaube ich, von Yetis und so über. Ja. Ist natürlich noch recht schwer. Also das Crafting, da brauchen wir einfach viel mehr Spielzeit. Wir müssen farmen fürs Crafting. Viele Sachen sind uns noch verwehrt. Verwüstung, Stufe 50. Da brauchen wir Feuersbrunst und Sturmböe. Müssen wir fast zwei Sturmböen. Ja, ne, ich werfe die Sturmböe dann umwandeln. Will. Auge des Sturms. Können wir das? Ja, das ist natürlich noch. Also, ich habe natürlich schon viele Pläne gefunden. Hab die auch gefarmt in der Wurmgruft. Also, ja, Wurm irgendwas anderes. Aber die Wurmgruft ist ja in Diablo 2. Das Auge. Das Auge war ein Unique in Diablo 2. Ein Orb. Da dachte ich, okay, Magie, ne, es ist kein Magiegegenstand. Ja, ich schaue mal noch wegen Blitzsachen bei den Zubehör- und Verbrauchsgütern. Und jetzt können wir noch kurz schauen. Habe ich hier auch alle zusammengetan. Genau hier. Ist noch nichts freigespielt. Schade. Alles zu hochlevelig. Ja, Level 94. Ah, ich möchte es einfach haben, dass man immer wieder resetten darf. Dass die Kisten auch gelöscht werden mit den Safe Games. Aber mehr glaube ich nicht. Oder ich weiß nicht genau, welches Safe Game für die Lager zuständig sind. Also, dann schauen wir noch mal kurz auf die Soundeinstellungen, die passen einfach noch nicht richtig. Musik ein bisschen runter. Ja, gesamte Lautstärke ein bisschen höher. Umgebungslautstärke runter. Ja.
Well, Sven. Ja, genau, der Wind ist ein bisschen leiser. Oder der Wind ist gerade nicht hier. Okay. Ja, es ist noch immer ein bisschen zu leise. Ja, jetzt ist es ziemlich gut. Man hört es aber zu kaum, das Portal. Naja. Also, dann Dankeschön fürs Zusehen und ja, im nächsten Part geht's dann ja durch Burridge Village und in das Labor. Dankeschön fürs Zusehen nochmal. Tschüss.